Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder eine besondere Sache, Thema Food. Und zwar werden wir heute mal zum Rewe fahren und natürlich zum ganz besonderen Rewe, zum pflanzlichen veganen Rewe, wo er sich befindet, in der Warschauer Straße, da wo vorher auch der Vegans-Laden war. Vegans? Auf jeden Fall, da ist er eingezogen. Ihr habt vielleicht schon das ein oder andere Video gesehen, wenn ihr im Thema drin seid. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ne? Ich bin hingefahren, nehme euch jetzt sozusagen mit in die Vergangenheit und zeige euch jetzt erstmal, was ich alles so gekauft habe. Ich habe jetzt einmal den Beutel hier nämlich hingestellt und wir fangen an, einmal Kimchi, wie ihr es auch schon im Video gesehen habt, mit Karotten sogar. Dann haben wir eigene Herstellung, einen pflanzlichen Frischkäse mit Mandarin-Orangen-Püree und das sieht so aus, also eigentlich wie ein ganz normaler Frischkäse mit so ein paar Stückchen. Einmal British Style Batter Scheiben. Und den kennt ihr vielleicht schon aus einem anderen Video, und zwar aus dem Video. Da habe ich nämlich Easy Mac and Cheese gemacht. Dann habe ich einmal was ganz Spannendes, ein sogenanntes Tofu-Omelette. Werde ich jetzt nicht probieren, sondern werde ich mir mal mitnehmen, wenn ich mal wieder außerhalb von Berlin zu Besuch bin. Oder wenn ich in, wie lange ist der haltbar? 2 Wochen im Urlaub bin? Doch, hält noch. Dann nehme ich den mit, Leute. So, dann haben wir noch eine andere Geschichte, und zwar wie Lachsschinken. 1,99 finde ich super Preis im Gegensatz zu anderen, ja, lachsähnlichen Alternativen. Und es schmeckt ja schon sehr ähnlich zu Lachs, deswegen warum nicht das günstige kaufen, ne? Und wir haben hier einmal einen mit Pfefferrand. Vorher noch nicht gegessen, noch nicht gesehen. Und zwar einmal hier Cinnamon Roll Style. Und ich zeige euch einmal, wie die aussehen. Die sehen nämlich so aus. Und das sind, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so eine ganz einfache Maisstange gibt es ja manchmal. Das ist dieses Produkt, aber mit, man merkt am meisten Zimt und auch so eine leicht salzige Note ist auch mit dabei. Ist nicht so dieses richtig Süße wie bei so Cinnamon Minis oder sowas, sondern dieses ein bisschen natürlichere. Dann haben wir auch einmal Salted Caramel Popcorn. Dann haben wir hier einmal einen Zwiebelschmalz, und zwar für einen schmalen Taler. Normalerweise kosten die immer ein bisschen mehr, fand ich jetzt preislich nicht schlecht und werde ich dann probieren. Ach so, Basis vom Palmfett ist natürlich schlecht. Habe ich jetzt nicht gesehen, ehrlicherweise. Top-Empfehlung, wenn ihr mal irgendwie einen kleinen Snack braucht, der schmeckt. Meine Empfehlung geht raus. Markus und Lukas Karlsson haben dieses Produkt rausgebracht. Hergestellt in Schweden. Ich weiß jetzt nicht, wie man Käsewurst jetzt großartig da anders ausspricht. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das letzte, einmal Breakfast Drink. Ich denke mal, es handelt sich um eine Trinknahrung im entferntesten Sinne. Den machen wir einmal auf, den Frischkäse. Der sieht ehrlicherweise nicht schlecht aus. Oh, riecht sehr lecker, muss ich sagen. Hier sind auch Frühlingszwiebeln drin, ne? Oder Lauchzwiebeln. Ja, schmeckt aber, würde ich sagen. Also die Mandarinen, die machen jetzt gar nichts irgendwie großartig aus, dass man sagt, zu süß oder so. Schmeckt auch wie echter Frischkäse. Und weiter geht's auch schon, und zwar mit
diesem Schinken. Natürlich, eigentlich macht man den aufs Brot. Den Pfeffer merkt man sehr. Also hätte ich gar nicht so krass gedacht. Nicht schlecht. Wer sowas mag. Es geht los, Leute. Jetzt kommen wir zum King und Master dieses Videos. Oh, es riecht schon. Mit den Karotten im Kimchi bin ich eigentlich immer nicht so der Fan. Ich mag eigentlich immer nur, wenn der China-Cola drin ist. Aber wir probieren mal. Eine gute, süß-säuerliche Schärfe. Schärfe ist doll, wenn ich mal ehrlich bin. Aber vom Grundgeschmack schon lecker. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum Feel-Good-Breakfast-Drink. Wir schütteln einmal. Wird natürlich jetzt nur angetestet. Schon geschmackstechnisch, das ist wahrscheinlich so eine wirklich eine Trinkmahlzeit, wie ich es mir gedacht hatte. Der Hauptgeschmack ist der Hafer. Die geröstete Haselnuss kommt auch sehr doll durch. Und dann die Banane. Also vom Feeling her eher natürliches Getränk. Man sieht aber hier auch kein extra Zucker. Und das ist ja natürlich nur bei der Banane als Zucker. Wenn hier jetzt nicht noch was anderes drin ist, ja, dann ist es auch klar. Und trotzdem okay. Für den Preis, joa, weiß ich jetzt nicht. Eigentlich wie Cinni Minis, nur weichere Konsistenz, weil es auch angenehm ist. Und ein bisschen Salzgeschmack ist auch mit bei. Allerdings auch, ja, etwas an Zucker, würde ich mal sagen. Rübenzucker, ob der jetzt besser ist, Leute, da fragt mich bitte nicht. Für einen kleinen Snack kann man es auf jeden Fall machen. Oder, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn man mal so eine Healthy Bowl macht, so mit Früchten und Joghurt, wie ich es auch öfters schon mal gemacht habe. Und die so ein bisschen dazu, top. Also ich glaube, das ist dafür eine sehr, sehr gute Sache. Kommen wir nun zum letzten in diesem Video, und zwar den Salted Caramel Popcorn. Wir machen einmal auf. Oh Leute, es riecht gut. Oh. Oh ja. Leute, sehr gut. Hammer. Sogar besser als die von eben gerade. Süß, salzig, Karamell, lecker. Ich habe beim Video wohl vergessen, mein Outro aufzunehmen. Deswegen kommt es jetzt hier. Somit ist das Video jetzt auch beendet. Ihr könnt gerne liken und abonnieren, damit ihr in Zukunft auch kein einziges Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hier in der Warschauer Straße. Nee, das klingt so, als würde ich da wohnen. Ich muss niesen. Scheiße, ich muss niesen. Salted Caramel Style. Nicht schlecht. Scheiße, was ist rausgefallen? Eine Mandarine, ich glaub's ja nicht.